Liebe Schmetterlingserheberin, lieber Schmetterlingserheber, im folgenden Video werde ich dir nun erklären, wie du selbstständig deine Erhebungsflächen auswählen kannst und wie du im Anschluss an die Erhebungen deine Daten in unserem System eingeben kannst. Gehe dazu zuallererst auf unsere Vielfalter-Homepage viel-falter.at. Melde dich nun mit deinen persönlichen Nutzerdaten an. Wenn du noch keine Nutzerdaten hast, registriere dich bitte, indem dass du ganz unten auf das Feld Registrieren klickst und den Anweisungen folgst. Klicke nun auf Anmelden, um dich in unserer Seite einzuloggen. Wie kannst du nun die Erhebungsstandorte einsehen und deine Erhebungsflächen auswählen? Wähle dazu ganz auf der linken Seite den Menüpunkt Karte aus. Somit erhältst du eine Übersichtskarte über alle vorgegebenen Standorte. Diese sind mit den grünen Schmetterlingssymbolen markiert. Nutze nun die Zoom-Funktion, um weiter in die Karte hineinzuzoomen. Dazu kannst du entweder das Rad an deiner Maus verwenden oder am oberen Bildrand auf Plus und Minus drücken. Damit du deine Standorte bei der ersten Erhebung dann auch wirklich gut auffinden kannst, wechsle am besten auf den Luftbildmodus und drucke dir die Karte aus oder speichere sie dir auf deinem Handy ab. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie hilfreich diese Karte im Feld sein kann, um wirklich den exakten Transekt zu finden. Du befindest dich derzeit in der Basiskarte. Um von dieser zum Luftbild zu wechseln, klicke rechts unten auf das Symbol mit den drei übereinander gelegten Karten, hier rot eingekreist. Hier kannst du das Luftbild einstellen, indem dass du auf Luftbilder.at klickst. Im Luftbildmodus kannst du noch weiter in die Karte hineinzoomen, um genau festzustellen, wo dein Transekt beginnt und wo dieser endet. Die Transektlinie ist hier mit der blauen Linie eingezeichnet. Um diese Karte nun zu drucken, gehe in den Vollbildmodus. Mit der Tastenkombination STRG und HTSP kommst du in dein Druckmenü. Damit du deine Fläche noch besser finden kannst, kannst du dir auch die Koordinaten dazu anschauen. Klicke dazu auf das grüne Farbsymbol. Hier klicke auf Route zu dieser Fläche. Somit wird dir sofort die Route zum Standort ausgehend vom Botanischen Institut in Innsbruck angezeigt. Hier kannst du auch die Koordinaten ansehen. Natürlich kannst du auch deinen Wohnort als Ausgangspunkt angeben und dir die Strecke darstellen lassen. Nun verlassen wir diese Seite wieder. Wie kannst du nun die ausgesuchte Fläche zu deinen Favoriten hinzufügen? Damit du die erhobenen Daten dann auch online eingeben kannst, musst du deine Fläche als Favorit markieren. Dies kannst du machen, indem dass du den weißen Stern hier auf der linken unteren Ecke anklickst. Anschließend verfärbt sich dieser schwarz und ist somit als einer deiner Favoriten markiert. Natürlich ist es auch möglich, mehrere Standorte als deine Favoriten zu markieren.